Wir sind hier gerade in Wien auf einem großen Meme-Fest. Lustig, weil sich Wien auf Meme reimt. Hallihallo, hier bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge von Zebroni TV. Oh ja, genau. Nämlich Fabroni ist jetzt bei uns beim Season-Staffelfinale hier, wo wir das erste Mal eine ganz neue Location haben. Und ja, nach meinem kurzen Trip nach Afrika bin ich jetzt wieder hier. Bin ich jetzt kurz wieder hier bei den Meetups, also alles wieder beim Alten. Und diese ganz besondere Folge von Zebroni TV, die wird auch ganz besonders sein, denn Zebroni TV gab es ja bis jetzt nur ein einziges Mal, nämlich in Amsterdam, nicht wahr, Zwielicht? Oh ja, in Amsterdam, gute Erinnerungen. Ja, good times, good times. So, dann mal schauen, wer hier gerade dabei ist. The microphones have been doubled übrigens. Hallo, hallo Rapti. Schön, dass du auch ist hier auch bist. Ist auch bei uns, Rapti. Ist das nicht Leon Hose? Oder? Das ist Leon Hoos, wie man auch sehr gut erkennen kann, auch im Forum bekannt als Rapti. Rapti, du bist heute auch hier auf dem Staffel-Meetup in Wien. Wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut, danke. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch total, dich zu sehen. Wie man ja weiß, er hat ja schon einmal das Staffelfinale bei uns verpasst. Und jetzt hat er es endlich hergeschafft mit seiner eigenen Hoos. Freut mich halt total, dass du hier bist. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit hier. Ja, freut mich auch. Leon Hoos. Danke, vielen Dank. Jetzt gehe ich mich besaufen. Okay, viel Spaß. Das war Rapti aka Leon Hoos. Und mal schauen, wen es hier noch gibt. Hier zum Beispiel. Oh, der Marlon. Das ist Marlon? Das ist ja der Wahnsinn. Mit dem eine immer größere Überraschung. Ja, was ist hier denn los? Marlon, ich war eben die Junge, Hose. Was machst XD. Du hier? Du hast dich doch gar nicht angemeldet. Ja, lol. Also ich wollte natürlich mich reinschleichen und hier ganz illegal sein, mitten in Wien und als scheiß Piefke wieder rausgeworfen werden. So einfach ist das. Zahlst du den Eintritt von einem übertriebenen Euro oder sagst du, nein, das ist mir als Deutscher zu viel? Also ich habe mich letztendlich halt dafür schlagen müssen, so ja, den Euro, den muss ich jetzt halt... Dass das hier alles nicht legitim ist. Schweinerei! Ich habe einen neuen Arbeitsplatz und musste natürlich erstmal Urlaub bekommen. So, wie mache ich das? Also habe ich einen lustigen Urlaubsantrag geschrieben und der Chef hat es lustigerweise auch noch genehmigt, ganz kurzfristig. Und dann, ja, dann fahre ich mal rüber, aber es weiß keiner, weil alle denken, ja, der ist beschäftigt. Ja. Nein, ich finde es echt cool, dass du dir die Mühe gemacht hast, einfach die Leute so zu überraschen, weil diesen WTF-Moment, den Archie hatte, eben, den also, will ich auch mal erleben. Ich bin ja frühstücken gegangen, so ja, ein bisschen chillig, so im ersten Bezirk, der total leer war, so Samstag früh, so ja, was mache ich jetzt? Ah, ich fahre mal zu Gregor, hier sagt Wie fandest du den Moment, als Marlon vor deinem Fenster gespawnt ist, den wir ja davor gerade erst interviewt haben? Lieber Herr Benno Berghammer-Kollege. Ja, genau. Das sind die Benno Bros. WG-Kollege in Zukunft. Ja, also? Also es war echt cool, ja. Alles hat begonnen damit, dass ich wirklich irgendwie aufgestanden bin um ca. 9 Uhr und Marlon gesagt hat, ja, bitte öffne das Fenster, Gregor Jirsak. Und dann habe ich das Fenster geöffnet und Marlon stand vor meinem Fenster. Und ich habe gesagt, fick dich, du Arsch. Ja, das muss halt ein echt cooler Moment sein. Ja. Also das finde ich cool, was sich manche Leute für Mühe geben, um ihn zum Beispiel zu überraschen. Ja, also das war wirklich ein toller Moment, ja, mehr oder weniger, so in Unterhose vorm Fenster zu stehen und Marlon Röder zu sehen und sich zu denken, okay, passt. Das sollte eigentlich in Frankfurt sein oder so, aber es ist halt in Wien. Uweia. Hallo, Mr. Smiley Face. Guten Tag. Wie geht's dir und warum bist du heute auch hier? Ich bin heute hier, weil ich gedacht habe, Pfaffa würde kommen. Wo ist Pfaffa denn? Das weiß ich leider nicht. Ich dachte, sie wäre hier. Wenn Pfaffa hier wäre, was würdest du ihr jetzt sagen? Fuck, mach eine Pussy! Ich find's vielen Dank, Pfaffa-Meme. Ja, ich habe keine Ahnung, was es geht. Ich kenne es leider auch nicht. Okay, schauen wir, wenn es noch alle gibt. Na, ja, los. Jetzt. Bitte störe uns nicht bei diesem 1-Interview. So, ja, Floridsdorf ist ja jetzt nicht... Wow, jetzt hast du eine Hose. Das hat Leon Hoos. Floridsdorf ist ja jetzt nicht gerade bekannt für seine Schönheit oder für seine Attraktivität. Trotzdem gibt es einige Bronies, die tatsächlich hier freiwillig leben. Kennst du mindestens eine Person?
Ich glaube, dass dieser eine Arno Hase hier wohnt, aber ich verstehe es nicht, warum, weil er ist nicht so der Abstecher und ich verstehe nicht, warum man in so einem Bezirk wohnt, wenn man nicht so mindestens 20 Butterflies besitzt. Also. Das stimmt, aber er ist auch heute hier, vielleicht sagt er selber was dazu. Hallo Blaues Quadrat, warum bist du heute hier? Ja, weil es hier Alkohol gibt, weil Fabo vor Ort ist. Guten Tag, Fabroni. Hallo. Weil es sich angeblich hier um ein Staffelfinale handeln soll, was ich noch nicht so wirklich mitbekommen habe, weil irgendwie sind überall nur Menschen, keine Ponys. Was ich relativ eigenartig finde. Für die Autobahn. Aber ja, es wird funktionieren. Ich glaube fest daran, dass Angela Merkel Europa definitiv so übernehmen wird, dass... All right, let's see if we can get Congressman Collins back. Obviously, we just lost the satellite feed. That sucks. Jetzt schauen wir mal rein in die Location, weil jetzt wird schon langsam dunkel hier. Hier haben wir eine Rainbow Dash bei der Tür. So, schauen wir mal in den Raum hier. So, ja, das ist so der Nebenraum mit der Bar. Anzumerken ist die Dekoration, die diesmal richtig cool gemacht wurde, finde ich. Also steckt schon einiges an Arbeit dahinter. Ja, das ist, habe ich noch gar nicht gesagt, wo wir sind. Wir sind hier im Kulturraum Schmelze, wo generell ganz viele kulturbezogene Veranstaltungen stattfinden, wie Trommeln, Disco. Genau. Und die Schmelze, die heißt so, man schmilzt dahin, wenn man hier ist. Genau, so schön ist wortwörtlich, weil die Kulturen hier wirklich zusammenschmelzen, weil so viele verschiedene Leute aufeinandertreffen. Ja. Was hältst du von den Dekorationen hier? Du hast noch gar keinen Kommentar dazu abgegeben. Das stimmt. Die Dekorationen sind hier sehr bronihaft. Man sieht viele bunte Ponys und man sieht zum Beispiel auch Ponys, wie sie so in der Serie noch nicht vorgekommen sind. Zum Beispiel oben ohne Augen oder hier Applejack ohne Schweif, wenn man das hier sehen. Ohne einzelnen Schweif. Das fällt dir wieder auf. Sie ist natürlich, keine Ahnung, was da los ist, aber sie ist auf jeden Fall auch hier. Und auch die Tischdecken sind da, das heißt sehr schön unihaft mit Ponys. Original. Ja. Und ja, und Alkohol. Ich finde das sehr schön. Und Alkohol gibt es auch. Hier haben wir halt die Bar. An Sie können wir uns bedanken für die wunderschöne Dekoration. War das eigentlich mühsam für dich? Eigentlich nicht, nein. Also ich habe es gern gemacht, es hat mir Spaß gemacht und es war eigentlich ja ganz toll, weil ihr mir ja auch dabei geholfen habt. Also. Oh, das ist nett. Ja. Ja? Also es hat was an sich gehabt, auch vor dem Meetup schon ein bisschen hier zu basteln und einfach eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Für alle, ja, das stimmt. Teilnehmen. Die Atmosphäre ist auch gelungen, man sieht sofort, man ist in Floridsdorf und das ist doch das Schönste hier. Und ja, wir könnten ja auch noch weitergehen und zwar gibt es ja noch einen weiteren Raum. So, hier geht es jetzt in den Partyraum. Da ist das Disco am Start und das ist doch mal klar. So, hier sind wir nun im Hauptraum. Hier finden auch alle anderen Events der Schmelze statt. Bemerkbar ist halt die Kartonposter, die hier überall aufgehängt wurden, teilweise mit UV-Farbe. Das wird man dann im späteren Verlauf noch sehen, was das für einen Effekt hat. Mhm. Und ja, hier wird gerade die Beamer-Leinwand aufgebaut. Schaut recht gut aus soweit. Ja, stimmt, die Leinwand ist echt Urleinwand und wie man sehen kann, ist noch nicht alles fertig, aber später ist dann auch alles fertig und dann steigt die Party. Genau. Jetzt geht's zum Heisel und mal schauen, Starlight was es da ist. Applaudiert. Hallo Starlight Glimmer. Jetzt geht's aber rein und da haben wir schon den ersten Gast. Hallo. Oh. Da ist leider niemand drin, schade, sehr schade. Aber hier ist einer drin. Hier ist eine Rarity. Die ist sehr. Oh, hallo? Hallo, wer ist da? Warum warst du gerade in unser Heisel-Interview? Wir haben die Starlight bewundert. Was ist er hat die Starlight, genau das wollten wir auch gerade machen. Die schauen jetzt, wo so viel Platz ist, schauen wir uns das alles mal an. Also vielleicht erstmal hier. Das ist eine Pissoir, wunderschöne Einladung zum Brunzen, wie man es so schön auf Wienerisch sagt. Ja, Flattershy ist ein bisschen verwirrt und sie denkt sich, huch, was ist das denn? Aber guck mal, Rainbow Dash ist ziemlich angeekelt. Von diesem. Ich glaube, die kennt da schon Besseres. Also ja, bei Brownie klar, bei Ponys kennt man immer Besseres und dann kommt so ein Wurst.
angekotzt an von irgendeinem Menschen und das natürlich sieht ziemlich widerlich aus. So, okay, gut, weiter. Da haben wir eine Starlight Glimmer, wie sie auf ihrem Thron sitzt, ganz exklusiv hier in der Meetup-Location in Wien. Ja, ihr Thron ist das, sie ist ja jetzt auch Princess, wie man im aktuellen Staffelfinale sehen konnte. So, das haben wir noch nicht gesehen, was? Ach so, das kommt noch. Was? Du bist der Michi, gell? Der Michael Krämer. Seit einer Zeit mal wieder auf einem österreichischen Meetup. Wie gefällt es dir soweit hier? Ja, also bis jetzt ganz lässig. Die Muse passt, die Leute passt. Und ja, Staffelfinale von der Staffel Nummer 6, glaube ich, ist ja da. Also es kann nicht besser sein. Ja, wird super. Was meinst du? Ja, die Stimmung steigt hier natürlich und du bist auch dabei. Ist es denn dein erstes Meetup hier in Floridsdorf? Nein, es ist mein zweites. Weil zum Staffelfinale vom 4. war ich auch schon da. Soll ich Frucht erschrecken? Ja, genau. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Und was denkst du, was noch alles passieren wird? Ja, ich denke, dass wir jetzt nur eine schöne Garde abwehren. Ich denke, dass ja, jetzt ist das Essen fertig. Jetzt kriege ich endlich was zum Essen. Und ja, dann wird schaut und geraucht. Jawohl. Sehr gut. Das ist gut. Dann wünsche ich noch viel Spaß. Und ich sehe schon, du bist angeheitert. Und das ist auch richtig so hier bei Brunis Austria. Da darf man ruhig zur Flasche greifen, ja, wenn man auch ein bisschen schon hier ist. Man darf denn nur, es ist ein Muss. Es muss. Jawohl, muss. So geherzig. Ja, sehr gut, dann wünsche ich noch viel Spaß hier. Ja, okay, ich auch. So, sehr gut. Hallo Neuer. Hallo. Wer bist du? Heldenhöhle. Warum bist du hier? Durch JLK. Warum nicht wie? Ja, er hat gesagt, ich soll es mir angucken und dadurch bin ich dann hergekommen. Er hat gemeint, wir sind jetzt auch im Meetup hier in Wien und ja, so bin ich. Ja, ist voll cool. Ein weiterer von den 7 Deutschen, die extra aus Deutschland hergefahren ist, um unser Wiener Meetup. Du bist ja auch hier, aber du wohnst ja in Frankfurt am Main. Warum? Ja. Das war ja schon ein ordentlicher Weg, oder? Ich bin mit 2 mit Flixbus gefahren, das waren 11 Stunden, aber ja. Wow. Ja. Na, es ist cool, weil du bist ja von JR Kate dazu gekommen. Das ist ein österreichischer Brony, der zweite aktive dieses Jahr 2016, der zu unserer Community dazugestoßen ist. Finde ich voll cool, dass es jetzt auch 3 Jahre später, nachdem es noch richtig aktiv war, noch neue Leute gibt, die auch richtig cool drauf sind, oder? Ja. So. Und warst du schon mal in Wien? In Wien bis jetzt noch nicht, nur in Graz. In Graz, ja, Graz ist ja nicht Wien, ne? Das ist ja eine andere Stadt. Dann wünsche ich noch viel Spaß in Wien und hoffentlich sieht man sich bald wieder hier. Ja, vielen Dank. Da einen nächsten Wiener, den Desmond. Du bist immer bei großen Treffen dabei, schon seit langem, seit 2012, 13? 12 habe ich im August, glaube ich, habe ich euch getroffen zum ersten Mal. Da war Segeln, glaube ich. Wir wollten Segeln. Beim Segeln mit der warst du, Segeln. Mehr oder weniger. Ja, ich kann mich noch erinnern. Aber seitdem immer 3 Jahre noch immer aktiv da. Ja, sicher. Die Serie schaust du auch noch? Ja, jede Folge. Immer. Voll cool, also das gefällt mir, sind richtig noch aktive Bronies dabei zu haben. Das ist ein richtig bronihafter Brony und der freut sich schon auf die finale Folge. Weißt du denn schon, was da passieren wird? Ich habe leider schon ein paar Bilder gesehen. Nein, nichts! Aber ich sag nichts dazu. Nein. Ich Dankeschön. Gesehen. So gehört es sich für einen Desmond Rosendorf. Ja, ein bisschen gespoilert wurde schon, aber ich weiß nicht, um was es geht quasi. Okay. Ja. Ich freue mich schon sehr. Ich weiß gar nichts, ich lasse mich voll überraschen und ich freue mich voll drauf. Okay. Ja, wunderschön. Also ich wünsche viel Spaß und möge Celeste mit dir sein. Dankeschön. Yo, what's up, Drama Nation? Welcome! Yo, welcome one and all fucking Keemster to the great and powerful intermission of Zwielicht TV. Fatzwiebel TV. Lieber Inso, wie gefällt's dir bisher hier auf diesem Meetup? Brazil Island. Und seine Meinung hat sich auf einen Schlag geändert. Es gefällt ihm nicht mehr. Ich finde es jetzt voll Arsch. Ja, hallo, willkommen bei Zwiebel TV. Hallo. Wir präsentieren euch die frischesten Zwiebeln und die frischesten. Da ist ein bisschen rot dabei. Knoblauch ist nicht besser. Knoblauch ist bei euch. Nur geschnitten. Großen Fans, ja. Und ich weiß nicht, was ich hier mache, ich aber ich denke, das kommt offiziell in die Sendung von Zwiebroni TV. Ja, Gott sei Dank. Zwiebroni? Zwiebel TV. Ja, wie findest du eine Zwiebel und wenn ja, warum? Also Zwiebel sind wie Oger. Sie haben Schichten.
Also Schichten sind Pflichten. Ja, Schicht ist Pflicht, das ist auf jeden Fall. Jawohl, Schicht ist Pflicht, Alter. Oder Fix, Farm oder Herbst. Ich komme zurück bei Zwiebruni TV und es gibt ein paar Probleme, Zwielicht, und zwar mit der Folge, denn die gibt es leider noch nicht zur Verfügung und unsere Bruni-Freunde sind leider in Rage. Warum ist das so? Ja, es ist tatsächlich das erste Mal auf Equestria Daily zu lesen, dass es Probleme gibt beim Upload der Folge. Die Folge ist ja anscheinend in HD immer noch nicht verfügbar. Und was machen wir, wenn es so bleibt? Naja, wenn es so bleibt, was wir jetzt einmal machen, das Gute daran sehen ist, weil jetzt sind wir wieder hier, die Leute reden noch immer, lernen sich noch immer kennen und das war auch mein Ziel vom Meetup. Und wir machen das, was wir immer machen und schauen, was es für Leute zum Interview gibt. Genau, gutes Stichwort, dann gehen wir jetzt mal weiter und interviewen die Leute, die hier sind. Also, genau, und das ist nämlich der Organisator und das ist Sai. Hallo Sai. Entschuldigung. Hallo Sai, kannst du dich mal kurz vorstellen? Hallo. Ich bin nicht der Sai. Hallo Sai. Sai. Hallo Sai, nicht Sai. Hallo Fanta. Du hast ja schon viele Meetups organisiert, auch natürlich, sogar die Gala-Con. Und letztes Mal gab es ja auch einige Probleme. Wir haben sie aber gemeinsam gelöst. Das war sehr schön. Ich bin dir noch immer sehr dankbar dafür, dass du mich da so tatkräftig unterstützt hast. Ja, natürlich, das mache ich doch sehr gerne, Sai. Wir kennen uns ja schon seit 2012. Nicht nee. 2011 sogar schon. Ja, stimmt, 2011. Richtig, 2011, richtig, Sai. Wir konnten nicht nur so in der Erinnerung muss, falsch immer muss ich dich liegen. Dran erinnern. Immer. Das stimmt ich sogar wirklich. Na, ich hätte jetzt noch eine Frage. Bist du jetzt eigentlich noch auf Marlon Röder hier böse? Weil den hast du ja rausgeworfen bei der Gala und die ganze Aue-Gruppe noch dazu. Ja, ich sag so. Kannst du ihm jetzt wieder verzeihen? Weil die Aktion, die er da abgeliefert hat, war eigentlich echt nicht in Ordnung, oder? Ja, aber wenn er mir endlich in die Augen sehen kann und sich entschuldigt. Okay. Marlon Röder, kannst du Sai in die Augen sehen und dich entschuldigen ist auch für deine Tat? Ja, ist akzeptiert. Marlon Röder. Okay, ja. Na, schau, das haben wir live auf Zwiebrony TV. Großes ist akzeptiert. Von Sai und Marlon Röder. Ja, Sai, eine letzte Frage. Dieses Jahr hatten wir ja 5 Jahre Gala-Con und das hast du geplant. Nächstes Jahr ist wieder eine Gala-Con. Unter welchem Motto läuft denn diese nächste? 6 Jahre Gala-Con. 6 Jahre Gala-Con? Ihr habt's gehört. Das wird ein Jubiläum. Ein schönes Motto für eine Convention. 6 Jahre Gala-Con. Ist mehr als 5. Scheiße. Mehr als 5, ihr habt sie gehört. Und wir freuen weiter. Und der Typ, der hier die ganze Zeit steht, ist der Amon, Safe Hunter im Forum. Ein ganz neuer Brony aus 2016. Jetzt eine Frage an dich. Was hältst du jetzt von der Community hier so als neuer Brony? Ziemlich ok, würde ich mal sagen. Ja? Ich wollte nur noch mal anmerken, dass ich der Mensch war, der die Leinwand gebügelt hat, was ziemlich viel Arbeit war. Ok, ziemlich scheiße zerknittert war. Ok. Noch eine Frage von vorn Admin an den lieben Amon. Was geht hier ab? Also, du bist ja erst seit 2016 dabei. Ja. Aber bestimmt hast du dich informiert, was so alles passiert ist in der deutschsprachigen Szene. Was ist so dein Favorit? Ich würde sagen, mein Favorit ist der Bonobo, beziehungsweise der Schimpanse. Was auch gleich zu meiner nächsten Frage führt. Also ich finde es cool, dass du dich in die ganze Internet-Phänomenkultur gut eingelebt hast und das Bronytum so lebst wie wir seit 6 Jahren. Ja. Passt. Gut. Vielen Dank, dass du hier warst und schöne Heimreise. So, willkommen. Das ist jetzt ein ganz besonderer Brony. Und hoch, was ist das denn? Wie heißt du da im Forum? Im Forum bin ich nicht registriert, aber du kannst mich Crusader. Hallo Crusader. Du bist zum ersten Mal in Floridsdorf. Genau, ja, das erste Mal. Wie gefällt dir Floridsdorf? Es ist wie sonst überall in Wien, also ich bin das erste Mal da. Und das ist ja jetzt eine Staffelparty. Freust du dich schon auf die Folge und wenn ja, warum? Ich freue mich extrem drauf, weil ich sie schon gesehen habe, weil sie super episch ist. Bitte keine Spoiler, danke. Bitte. Keine Spoiler. Ja, danke. Und weil ich so gehypt war, dass ich noch gar nicht richtig mitbekommen habe, um was es überhaupt genau geht zu 90%. Also muss ich sie nochmal sehen. Und ja, das sind ja coole Plüschis hier. Was hältst du eigentlich von den Cutie Mark Crusadern? Würdest du sagen, dass sie attraktiv sind, trotz ihrem doch eher minderen Alter?
Ich würde sagen, die drei sind alle. Sie sind cool, sie sind attraktiv, sie können alles. Ja, auf jeden Fall, ja. Cool. Ja. Ja. Was hältst du eigentlich davon, dass die Cutie Mark Crusaders kürzlich ihr Cutie Mark bekommen haben? Das ist das Beste, was überhaupt passiert ist, und ich verstehe gar nicht, warum man es nicht toll finden kann. Ja, manche finden ja die Cutie Marks nicht so schön, weil halt die halt alle drei gleich aussehen und manche Fanon-Bildnisse wurden dadurch zerstört. Ja, und vielen Dank für das Interview. Ja, auf jeden Fall viel Spaß hier noch. Gut, dann schauen wir weiter. Ach, du bist Metall, Mann. Ich bin ein Metall, ich komme von da. Von da. Ah, da kommst du her, aus ja. dem Müll, okay. Genau. Wie heißt du nochmal im Forum? Insomnia. Du bist heute auch hier und du hast auch eine Band. Wie heißt sie denn? Schmiedeeisen. Schmiedeeisen. Sehr unbrownyhaft. Schmiedeeisen wirklich? Heißt die Band. Wirklich? Das gibt und, Punkte, oder Fabo? Es gibt Punkte. Abzug. 20%, glaube ich. Oh, okay, cool. Welche Musik macht ihr denn in eurer Band? Dialektrock. Dialektrock ist ja was Interessantes. In welchem Dialekt macht ihr denn den Rock? Was? In welchem Dialekt? Also in welchem Dialekt? Na, so wäre jetzt ein Redner. Ist das so niederösterreichisch und so wernerisch, ne? Na, das ja, ist ja voll so was für ihn dann. Ist so Leiland, ja. Leiland. Nice, ne? Wie gefällt es dir jetzt hier wieder? 2 Jahre später, so schnell vergeht die Zeit. Das hast du einen Bart bekommen. Ja? Ist noch immer nach wie vor so cool wie vorher, oder? Absolut, absolut. Mindestens, wenn nicht sogar doppelt so gut. Nice. Das freut mich zu hören. Jo, dann noch eine schöne Zeit hier und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal auch dich vorbereitest und auflegen kannst. Natürlich. Auflegen. Ja. Mit Dialekt. Das nächste Rock. Mal nicht 4 Tage vorher sein. Ja, werde ich mich bemühen. Okay, gut. Danke. Na dann, viel Spaß. Vielen Dank. Wer bist denn du? Ich bin der Kevin. Hallo Kevin, wer heißt du denn im Forum erstmal, im Brunis.de? Da bin ich gar nicht drin. Ich habe ihn verliebt. Und im Thread hast du ihn weil verliebt. Weil er auf Derpybogen. Nein, du hast ihn auch und ein, da auf ist er der Wag, weil er zeichnen kann. Ja genau, das du bist Erstaunlichste ja auch ein dabei Künstler, ist, ne? Dass alle Bilder safe for work sind. Das hat er extra für unser Brony Meetup vorbereitet. Jetzt meine Frage, war das schwer für dich, so aus deiner Routine herauszukommen und wieder so Bilder zu zeichnen, die für das allgemeine Volk auch ansehbar sind? Es hat wehgetan. Also es ist für mich eine richtig mentale Anstrengung. Ich meine, ich kann das gar nicht, weil es tut wirklich weh. Ich habe Schmerzen, wenn ich das zeichnen muss. Wenn ihr seine Bilder anschauen wollt, dann schaut ihr hier auf seinen Tumblr. Jedoch müsst ihr die Warnung links und rechts lesen, dass es nicht sicher für die Arbeit ist. Ja, aber Arno, das muss ich schon sagen, so richtig hätte er das gar nicht machen müssen, nämlich in Safer Work zeichnen, denn wir sind auch große Fans von Not Safer Work und da bist du ja doch ziemlich bekannt international in der Brunis-Szene als Künstler, als Zeichner und wann fing das eigentlich alles an? Vor circa 4 Jahren. Ah, erste Staffel. Also schon ziemlich lange eigentlich, nicht wahr? Ja. Aber so richtig bekannt, also so mit den meisten Followern, das war ja eigentlich, glaube ich, kam mit der Zeit. Du bist ja sicher ein großer Fan von ihm, weil er sehr gute Applejack-Bilder gezeichnet hat. Unter anderem, da ja. Da wir wissen, dass Applejack ein ziemlicher Favorit bei dir ist, hast du vielleicht noch irgendeinen lobenden Kommentar ihm zu sagen, dass er dir bei deinen Tätigkeiten geholfen hat durch seine Zeichnungen? Selbstverständlich, wobei man muss auch wirklich sagen, das gilt nicht nur für Applejack, sondern er zeichnet ja auch viele andere Charaktere und auch viele OCs. Ja, so Geisterponys und so. Das ist ja eher so was ja. Neueres, mhm. Aber gut, dass du das jetzt ansprichst. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, Geisterponys zu zeichnen? Mir war langweilig, es ist Halloween bald. Ja, stimmt, das passt ja auch wunderbar zu Halloween und interessant, was so Geisterponys alles machen können, was so das normale Ponys nicht machen können. Ja. Nicht wahr? Also ich schaue nicht so viele Geisterfilme, weil ich da ehrlich gesagt ziemlich spooked bin. Also beim Einschlafen tue ich mir dann schwer und dein Geisterpony hat etwas Sympathisches an sich.
Also ich würde es in mein Haus lassen. Was? Das ist ja kein Akt. Jedenfalls vielen Dank für das Interview und wir freuen uns auf weitere Bilder von dir. Du bist ja auf Tumblr, wir followen dich und wir sind gespannt, was da noch rauskommt. Und vielen Dank für das Interview. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall noch freuen, wenn du vielleicht einen Sumpfpony zeichnen könntest. So eine richtig schlammige Angelegenheit. Das wäre dann mein persönlicher Favorit. Du kannst vielleicht darüber nachdenken und vielleicht kommt ja was dabei raus. Gut. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag auf diesem Meetup. Nächster Interviewgast, wieder eine Wienerin, oder? Wienerin und dazu nach Neulenkbach. Oh, ja, Wienerin aus Neulenkbach. Zum ersten Mal auf einem Meetup. Und wie weit gefällt es dir jetzt hier? Super, die Leute sind nett, freundlich als erwartet, echt nette, coole Stimmung. Es wird hier echt viel geboten, es macht Spaß. Okay, freundlicher als erwartet. Was hast du dir denn erwartet? Nach dem kleinen Streit in der Gruppe online, dass mich hier alle vielleicht zerreißen würden. Würden wir das tun? Bin ich positiv überrascht, dass ich hier so super nett aufgenommen worden bin und dass alle Leute so nett sind. Okay. Es gibt ja verschiedene Bruni-Treffen und was hältst du eigentlich von dieser Organisationspolitik, dass man hier wirklich 1 Euro zahlen müsste? Wenn man es sich leisten kann, für jeden finde ich es okay. Für Leute, die nicht das Geld haben, keine Ahnung, dann sollte man sich gänzlich aushelfen. Ich habe jetzt mit dem 1 Euro zum Zahlen und zum Essen mit drin kein Problem gehabt, aber ich finde die Leute, die nicht die Kohle haben, da sollte man halt einfach, wenn es geht, irgendwie finanziell zusammenhelfen. Das stimmt. Man hätte zum Beispiel auch irgendwie zusammenkommen können und sagen können, ja komm, wir spenden für diese Person. Jeder gibt mal 5 Cent. Ja, jeder gibt mal 15 Cent, ja. Oder 10 Cent, oder nur 10 Leute, oder dann hätten wir es alles schon geschafft. Ne? Ja. Das ist eigentlich auch. Sorry, um das Böse zu meinen, das wird alles immer teurer. Mieten, Lebensmittel, Strom, alles. Wir können alle weiterhin so tun, das hätten wir Kohle ohne Ende, aber wir wissen einfach alle, dass es nicht der Fall ist. Und für die Leute, die mal keine Kohle haben, finde ich, sollte man denen einfach helfen, damit sie nicht daheim hocken müssen vom Treffen isoliert, sich einsam fühlen oder traurig fühlen. Ich finde, gerade den Leuten sollte man da noch eine Möglichkeit zu kommen. Den 1 Euro mehr oder weniger, wenn man es hat, tut das einem weh. Mhm. Natürlich nicht, das ist klar. Wir reden hier schließlich nur um Geld. Nein, ist aber ein super Tipp. Also nächstes Mal kann ich vielleicht auch ins Forum schreiben, wegen dem Zusammenlegen. Dass alle vielleicht 1 Euro spenden oder keine Ahnung, jeder was halt geben kann. Und dann legt man halt für... Sammelt hat man halt ein bisschen was zusammen. Mhm. Halt eine gemeinsame Kasse. Ja, wir werden einfach schauen, weil das ist ja ein Vereinsort hier. Wir werden schauen, dass wir das nächste Mal die Gesetze einfach umgehen, dass wir einfach so reingehen. Meine Frage ist jetzt eigentlich mal an euch, wie oft macht ihr Treffen hier? Mir kommt das eigentlich voll selten vor. Ich bin jetzt schon sehr lange bei der Gruppe und das wäre das erste Treffen. Ich bin jetzt circa seit 1 Jahr in der Gruppe. Okay, das ist seltsam. Wir machen Treffen seit 5 Jahren mittlerweile, angefangen mit 2011 bei uns in Wien und dann im Verlauf der Zeit, wo man sich vernetzt hat und auch Frau Brown eben dazugekommen ist, haben wir uns dann eben gekommen und jetzt ist es soweit, dass er jetzt bei uns hier in Wien ist. Ja, das ist interessant für mich auch. Ich bin ja nicht so oft in Wien. Ich komme ja auch aus Deutschland und jetzt bin ich auch mal hier. Wegen der Preismiete wahrscheinlich warst du nicht so oft da, weil das anderen, schon etwas ist teuer bei uns. Ich muss auch sagen, bei euch ist es etwas teuer. Du bist extra nach Wien hergezogen aus Deutschland. Genau. Wegen der Mieten, weil du glaubst, dass es billiger wäre oder warum? Ja, ich dachte einfach, es ist billiger. Und ich hatte auch Arno gekannt damals auch schon. Er hat gesagt, du kannst gerne hinziehen. Und dann bin ich einfach hergezogen. Jetzt ist es natürlich so, es war schwieriger und komplizierter, als ich dachte. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit hier am Mittwoch. Danke. Der einzige, die ich hätte, macht öfter solche Treffen. Ja, machen wir. Machen wir, wie gesagt, gerne. Seit 5 Jahren. Ja, kommen kann. Klar. Aber natürlich. Ja. Gut, vielen Dank für das Interview. Ja, danke. Jo, kein Problem, gerne. Ja. Hallo. Warum bist du heute hier? Weil ich mitorganisiere. Wirklich, was organisierst du denn genau? Unterschiedliches Zeug. Heute das Staffelfinale. Ja, aber was ist deine Aufgabe heute? Heute auf die Leute aufpassen und die Folge ausstrahlen. Und DJ spielen. Wann kommt die Folge denn? Ich hoffe, jetzt dann gleich. Ist sie schon am Runterladen? Nein, weil sie immer noch nicht online ist. Warum soll sie dann gleich kommen? Ich hoffe, dass sie jetzt gleich online ist. Ja, Hoffnung ist schließlich etwas, was zuletzt stirbt. Wann stirbst du? Niemals. Danke für das Interview. Arno, hast du noch Fragen? Du bist ja auch schon seit 2013 lang... 12 schon bei den Bronies in Wien dabei. Und ja, auch schon ewig dabei, noch immer voll dabei, alle Folgen angeschaut. Genau. Und deswegen wollte ich dich fragen, wie ist jetzt eigentlich das iPhone 7? Es ist sehr super. Okay. Es hat keinen Audioanschluss mehr.
Ja, und du hast jetzt extra einen Adapter dafür, dass es genau, wieder. Ja. Richtig. Ja. Und Mac ist auch prinzipiell viel besser als Windows? Ja, Mac ist viel besser als Windows. Weil Mac nicht so oft abstürzt wie Windows. Passt. Und dein BMW geht's auch gut? Ja, mein 3er BMW geht's auch gut. So gehört sich das bei einem Brownie aus Floridsdorf. Gut. Ja, danke, dass du das alles mitorganisiert hast. Wir sind dann eh später als DJs auf der Bühne. Mal schauen, wie das wird. Hoffentlich spielst du die Folge noch. Ja, schauen wir, wie sich alles entwickelt. Ja, ich hoffe auch, dass die Folge dann auch später ausgestrahlt wird. Und dass wir gute DJs sind. Alter Marco! Fabio, was sagst du dazu? Ja, ich finde es. Wollt ihr Käsekreiner haben? Ja! Urgeil! Ja. Ja. Alter, die ist ja urgeil! Ja. Käsekreiner sind urlecker! Fabisch, oh, eine Pressekonferenz. Hallo, ich bin Marlon Röder, David Fabisch, XD, lol, David Fabisch, David. Ah, das heißt, ah. Was zum Käsekräne? Alter, schlecht. Ja, wir sind wieder zurück bei Zibone TV und wir haben uns die Folge angeschaut, die Doppelfolge, das Finale, und wir haben dann Disco gemacht. Fangen wir erstmal mit dem ersten Punkt an, die Folge. Wie fandest du die Folge? Staffelfinale war irgendwie so urübertrieben. Sie haben einfach so eine scheiß Spezies ausgerottet. Und damit was? Spoiler mich nicht, du Wichser. Achso, er hat sie nicht gesehen. Warum hast du sie nicht gesehen, Axel? Weil ich scharf bin. Das ist nicht scharf, das ist behindert. Ja, wir können jetzt hier nicht über die Folge reden. Du daneben. Ja, also wie gesagt, alle wurden ausgerottet in dieser 1-Episode. Ja, die Sumpf. Ja, die Sumpfponys, alle Schlammponys müssen sterben. Summerfall Flashback und hier haben wir jetzt unseren nächsten Interviewgast. Was passiert gerade, lol? Hallo, Gregor Hirsch. Hallo, Archibald. Wie hat dir die letzte Folge, die Doppelfolge, das Finale der sechsten Season gefallen? Die war ziemlich leibend, ja. Weil. Was passiert? Ja, also. zurück zur Folge, bitte. Ja. Ja. Die war eigentlich. Ich fand sie ziemlich gut, weil. Es war mal was anderes. Gut, es war unglaublich, hallo? Ja, nein, es war wirklich mal was anderes. Weil die komplette Main Six Crew wurde einfach komplett irgendwie ausgerottet. Und, aber da gab es natürlich, da wurde was präsentiert am Ende, nämlich sozusagen der Twist. Der Plot-Twist. Nicht spoilern, hallo. Wieso nicht? Wie findest du den Spoiler? Was? ich finde Spoiler gut, weil ich habe gerade verhindert. Ja, vielen Dank, dass du diesen Spoiler verhindert hast. Die letzten 5 Minuten, als sich die Changelings. Ah, warte, das ist auch ein Spoiler, verdammt. Du hast schon Changelings gesagt, das ist ein Spoiler. Sagen wir, in den letzten 5 Minuten passiert irgendwas. Also, nein, ich kann nur dazu sagen, ja, es passiert viel orges Zeug mit den Changelings. Und Wolfi wurde getriggert. So, ja gut, das war Zwiebruni TV für dieses Wochenende. Mal wieder ein Special, das gibt's ja gar nicht. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Und dieses Special wurde euch präsentiert von Zwielicht und Fabroni. Genau, so ist es. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und habt mal wieder gesehen, wie das hier aussieht, woanders. In Wien, so sieht das hier immer wieder aus. Im 21. Bezirk. Ganz genau, im 21. Und da fühlt sich der Arno zu Hause, weil irgendwie ist das auch der Fall. Und auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war wieder mal Zwiebruni TV für diese Woche. Und wir sehen uns bald wieder. Fix, Alter. Andersrum.